Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer mit dem Gecko Climber. Ja, der gute Simon hört gerade wieder seinen Punkrock, Heavy Metal oder was auch immer. Ich würde mich interessieren, was der da eigentlich hört. Aber was hat man da so gehört in der Zeit? Boah. Metal könnte es schon gewesen sein. Ist jetzt auch egal. Wir haben in der letzten Folge den Trinkmichtrank bekommen. Von dem guten Druiden. Und wir haben uns den Weg zu Sordids Festung schon mal soweit freigespielt. Und jetzt ist es an der Zeit, das alles so auch miteinander zu kombinieren. Denn die Spalte haben wir ja schon gesehen an der Tür. Und jeder, der Alice im Wunderland gesehen hat, der weiß, was dieser tolle Trinkmichtrank macht. Denn... ja. Ich muss jetzt erstmal wieder hier mit dem... Besen, außer Besen nix gewesen, drüber fliegen. Mit dem Zweitakter hier. Na komm. Rum, bop, 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 halli, 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 wumm. Davidson. So. Genau. Und hier. Da habe ich wohl etwas zu viel Gas gegeben. Ja, und wir verzehren jetzt den Trank. Gluck, gluck. Hier unten ist ein kleiner Spalt in der Tür. Tja, da liegt das ganze Zeug rum. Das sieht gut aus. Wie kommst du hier? Hallo, mein Junge. Wie bist du hier hereingekommen? Das frage ich mich gerade auch. Wirklich? Oh, ich verstehe. Ja, ich verstehe aber nicht. Hey, lass mich runter, du ekliger Typ. Was ist denn los? Das ist dein Hund. Den wolltest du noch in den Wäschetrockner packen. Was ist das für ein Geruch? Denke dran, dass ich zu Hause dein Futter wechsle. Wer weiß, wo der sonst noch so dran gefuttert hat. Du hast einen Killer-Haarball hier. Ich nehme es mal an mich. Aha. Ja, vielleicht hat er ja auch gerade mal das... Das war ekelerregend. Ja, sei froh, dass kein Katzenklo in der Nähe war, aus dem er jetzt gerade mal sich bedient hatte. Das machen nämlich andere Hunde, die ich so kenne, ganz gern. So, hier ist ein Eimer. Und ein Haar. Das ist ein einziges weißes Hundehaar. Das dürfte als Seil ganz gut herhalten. Bei der Größe, die wir aktuell haben. Da liegt ein Zündholz drin. Ich nehme es lieber mit. Man weiß ja nie. Okay, ein Streichholz. Das ist ein Stück Holz mit einem verbrannten Ende. Ah, das ist benutzt worden. Okay. Schauen wir mal nochmal kurz so den Eimer an. Es ist ein rostiger alter Eimer. Gut, brauchen wir den? Na, wahrscheinlich nicht. Außer für das... Moment, stopp. Hier liegt noch was. Ein Blatt. Ja, ist immer gut, wenn man nochmal schnell aufs F10 drückt. Das ist ein Ahornblatt. Okay, können wir das vielleicht auch noch einstecken? Ja. Ich habe nämlich so eine Idee, was wir damit vielleicht mal machen müssen. Mit dem Blatt und dem Streichholz. Ich glaube, ich bin in einem gigantischen Garten. Ja, nee, mach Sachen. Das hat vorher noch nicht so ausgesehen. So, da ist eine Schraube. Da ist ein Lilienblatt. Benutze Lilienblatt. Mit... Das geht doch so nicht. Benutze Streichholz mit Lilienblatt. Ich komme von hier aus nicht ran. Benutze Blatt mit Lilien. Das geht doch so nicht. Simon, was können wir denn hier überhaupt... Oh Gott, ist hier viel zu benutzen. Moment. So, ein Wasserhahn. Ein Samen. Eine... Mitte der Pfütze. Können wir nicht hin. Wasserhahn. Simon, was... Oh, das war nicht gut.
Benutze H mit Wasserhahn. Na, nicht ganz. Es ist mit Rost überzogen. So, und jetzt müssen wir doch hier irgendwie... Nee, nicht ganz so. Naja, da wird er halt nochmal nass. Hat er Pech gehabt. So. Simon. So, können wir jetzt denn das H... Nee. Das geht ja, doch so ist okay. Nicht. Geh mal hin. Können wir jetzt hier benutze H? Das geht doch so nicht. Das ist ein Stück Holz mit einem verbrannten Ende. Ja, können wir mit dem H irgendwas... Nee, bewegen? Ah, er zieht? Es ist mit Rost überzogen. Was denn, das Haar ist mit Rost überzogen? Ein mit Rost überzogener Wasserhahn. Schau an, Haar. Das ist ein einziges weißes Hundehaar. Okay, wir müssen den Wasserhahn entrosten. Benutze Blatt. Können wir das Blatt benutzen, um den Wasserhahn... Das geht doch so nicht. Streichholz. Das geht doch so nicht. Benutze Blatt mit Samen. Das geht doch so nicht. Da ist nur der Wasserhahn, das Blatt und die Mitte der Pfütze. Das geht doch so nicht. Naja, viele Auswahl haben wir ja eigentlich nicht. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Alles geht hier nicht, Mann. Bewegen können wir das Haar aber auch nicht. Das war ja die Geschichte mit nö. Es ist mit Rost überzogen. Vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen. Ein Stein. Ja, wieder ein wunderbar auffälliger Stein, den man sofort sieht, wenn man die Maus nicht gerade drüber hält. Was steht denn bei dir drauf? Das ist ein kleiner Kieselstein. Okay, der könnte jetzt natürlich... Benutze Stein mit der Mitte der Mitte. Mitte der Pfütze. Schmeiß rein, das Ding. Das geht doch so nicht. Das geht doch Ach, so nicht. Ach, komm. Das geht doch so nicht. Mit Wasserhahn? Das geht doch okay. so nicht. Oder wir müssen den Stein benutzen und ein paar Samen ins Wasser werfen. Ich komme von hier aus nicht an die Saat ran. Das geht doch so nicht. Okay. Können wir denn... Auf dem Wasserhahn können wir ja nicht, da fällt er jetzt ja gleich ins Wasser. Ach, Simon, du stellst dich aber auch dämlich an. So, was haben wir denn noch? Ansonsten haben wir hier nichts. Okay. Ich denke, wir müssen dann das Ahornblatt nehmen und gegen Ende dann da drüber. Gucken wir mal, ob wir wieder zurückkommen. Da ist ein riesiger, fleischfressender Nager drin. Ich komme raus. Okay, das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Ist, gut zu wissen. So, können wir denn,
Bewege Lilienblatt. Das ergibt doch keinen Sinn. Benutze Lilienblatt. Ah, das war mit was? Ich komme von hier aus nicht ran. War hier noch irgendetwas? Da war nur der Eimer. Auf dem Eimer rumtrommeln können wir aber nicht. Das geht doch so nicht. Nee. Ach, Simon, sei doch mal ein bisschen kreativ. Sonst muss ich jetzt wieder kreativ werden. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. So, können wir mal gucken, was eigentlich hier in der Mitte... Erstmal Lilienblatt. Ein sehr kleines Lilienblatt. Mhm. Und hier irgendwo war doch die Mitte des... So. Simon, könntest du ein bisschen lauter reden? Ich verstehe dich nicht. Okay. Das sind doch wahre Prachtexemplare ihrer Gattung. Mhm. Benutze Streichholz mit... Das geht Nein. doch so nicht. Benutze Stein mit Streichholz. Das geht doch so nicht. Benutze, die zwei hatten wir, Stein mit Blatt. Das geht doch so nicht. So, irgendwie müssen wir jetzt hier den Wasserhahn entrosten. Benutze Streichholz mit Wasserhahn zum Jonglieren, also zum Balancieren vielleicht. Das geht doch so nicht. Bewege Wasserhahn? Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Nimm H. Es ist mit Rost überzogen. Den müssen wir irgendwie loskriegen, aber die Frage ist wie? Du kannst doch so weit springen. Trageblatt? Mein guter Geschmack sagt mir, was das ist. Ist ja ein gut. Ahornblatt. Benutze Blatt mit Mitte der Pfütze. Das geht doch so nicht. Den Stein da reinschmeißen können das wir auch nicht. Das geht doch so nicht. Das geht doch so ich nicht. Ich bin jetzt gerade wieder auf, stehe wieder auf dem Schlauch, aber so viel kann hier gar nicht sein. Wir haben das H, wir haben die benutze Streichholz mit H. Das geht doch so nicht. Benutze Stein mit H. Das geht doch so nicht. Benutze Blatt mit H. Das geht doch so nicht. Okay, dran ziehen bringt uns nichts. Schau an, das sind die wahren Prachtexemplare, das hatten wir ja schon. Streichholz. Streichholz bringt uns aber auch nichts. So, wir müssen wahrscheinlich irgendwie die Samen da ins Wasser packen. Moment, können wir vielleicht benutze H mit Lilienblatt? Das geht doch so nicht. Weil das Ganze irgendwie benutze H mit Wasserhahn. Nee, da zieht er wieder nur dran. Es ist mit Rost überzogen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man das H irgendwo nochmal festmachen muss. Mit Mitte der Pfütze. Das geht doch so nicht. Benutze H mit Samen. Das geht doch so nicht. Mhm. Benutze H mit Lilienblatt. Das geht doch ging so auch nicht. Okay.
können wir das Lilienblatt vielleicht nehmen? Aha. Ich lasse es hier. Das ist zu groß zum Aufheben. Okay. So, und jetzt können wir doch benutzen Blatt mit Mitte der Pfütze. Das geht Nein. doch so nicht. Aber dann können wir von hier aus vielleicht den Stein benutzen, um die Samen ab... Ich komme von hier aus nicht an die Saat ran. Benutze H. Ach nee, bewegen wollte ich. Nee, das funktioniert. Es ist mit Rost überzogen. Ja. Benutze Streichholz mit Lilienblatt. So, genau. Und jetzt können wir mit dem Streich... Ach, okay. Benutze Blatt mit Streichholz. Und dann haben wir ein Segelboot. So, und jetzt können wir in die Mitte der Pfütze. Ach Gott, ist das lustig. Okay, nimm Lilienblatt. Na, da muss man erstmal drauf kommen. Ich bin gestrandet. Nicht genug Wasser, um die Pfütze zu überqueren. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal kurz zum Wasserhahn zurück, weil ich will noch die Samen da hinten haben. Und jetzt wird es interessant, weil es geht definitiv Richtung Ende hier. So, und jetzt müssen wir doch nimm Samen. Das müsste doch jetzt gehen. Okay, was ist denn das für einer? Das sind doch wahre Prachtexemplare ihrer Gattung. Ja, wenn ich wüsste, was für welche das sind, würde ich dir sogar recht geben. So, hier haben wir, Ich bin gestrandet. Nicht genug Wasser, um die Pfütze zu überqueren. Ist ja gut, das hat man schon. Hier ist eine Mistgabel, da ist eine Gießkanne. Hier ist, nichts. Da ist auch nichts. Können wir... Okay. Gut, das heißt, wir müssen jetzt den Wasserhahn Moment. Also, der Plan sieht jetzt so aus, wir müssen... Ich gehe nochmal in die Mitte, ich will nochmal gucken, was da an Hotspots ist. Da haben wir nämlich bestimmt wieder die Hälfte übersehen. Zumindest wäre es typisch für mich. So. Danke. Ich bin gestrandet. Ja. Nicht genug Wasser, um die Pfütze zu überqueren. So, und hier geht es wirklich nur zurück. Da ist gar nichts. Okay. Dann müssen wir immer noch irgendwie, hier den Wasserhahn zum Laufen kriegen, damit hier etwas Wasser in die Pfütze reinkommt. Alles klar. Benutze Samen mit Wasserhahn. Das geht doch so nicht. Benutze Stein mit Samen. Aha. Ich habe sie zu Öl geschlagen. Ach, okay. Und jetzt können wir das Öl mit dem Wasserhahn benutzen. Glitschige Angelegenheit wird es, Simon. Ach, und jetzt ist er hier richtig. Macht nix. So, und jetzt müssten wir doch die, das Haar bewegen können. So, und jetzt dürfte hier genug Wasser sein. Okay, aber das werden wir uns dann erst in der nächsten Folge wieder angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi!